Before we go in the message, Bevor wir in die Botschaft einsteigen, glad when you're patient with my English. Möchte ich sagen, seid bitte geduldig mit meinem Englisch. I'm just learning. Ich bin dabei zu lernen. And Papa God, we thank you so much that Und Vater Gott, wir danken dir so sehr. I have studied and here are hungry people. Ich habe studiert und hier sind hungrige Leute da. So we pray that you speak through me. Und so beten wir, dass du durch mich sprichst. That you give revelation. Dass du Offenbarung schenkst. And I trust your word. Und ich vertraue deinen Worten. In Jesus' name. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. So I wanna go in the Galatians chapter 6. Ich möchte mit euch in den Galaterbrief Kapitel 6 reingehen. And we read from 6 to 8. Und wir lesen die Verse 6 bis 8. Even as Abraham believed God and it's not six. And it was accounted to him for righteousness. Three. Now we therefore that they which it's are of Rabbi Eli, you gave the wrong reference. Das ist nicht der Vers. Okay, it's 3:6. Oh, sorry. Yeah, go ahead. Yes. Okay. Es ist Kapitel 3. Okay, I start again by 6. Also ich fange nochmal an. Even as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness, now yea, therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Amen. And the scripture for seeing that God will justify the heathen true faith preached before the gospel unto Abraham, say, shall all to the nations be blessed. Galater 3, ab Vers 6, da heißt es, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. And verse 25 und Vers 25 to 29, bis Vers 29. But after the faith is come, we are not longer under a schoolmaster. Mm-hmm. For ye are all children of God by faith in Jesus Christ. Yeah. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Mm. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor or free, there is neither male nor female, for ye are all one in Jesus Christ. Yeah. And if ye be Christ, then they are Abraham's seed and there according to the promise. Yes. Vers 25, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Gott needed a man and he chose Abraham. Gott brauchte einen Mann und er hat sich den Abraham auserwählt. Abraham believed God and this was accounted to him as righteousness. Abraham glaubte Gott und dies wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.
Abraham did not everything right. Abraham hat längst nicht alles richtig gemacht. But we can read in Jesaja 41 that God calls Abraham his friend. Aber wir können im Jesaja im 41. Kapitel nachlesen, dass Gott ihn seinen Freund nannte. Abraham war his sein Freund. His name was Abram before and he lived in an area called Ur Chaldea. Sein Name war vorher Abram gewesen und er lebte an einem Ort, der hieß Ur in Chaldea. Where there was the moon, their God. Mm-hmm. Wo der Mond ihr Gott war. And but God spoke to Abraham and called to him. Aber Gott sprach zu Abraham und hat ihn gerufen und berufen. He spoke to him and appeared him. Er sprach zu ihm. Und er erschien ihm To him, and so he built God an altar. Und so hat Abraham Gott einen Altar errichtet. And then he called the name of the Lord, and there he received the promise. Und dann hat er den Namen des Herrn angerufen und hat da die Verheißung empfangen. God needed a man, and he chose Abraham. Gott brauchte einen Mann und er hat sich den Abraham ausersehen. Yes. And in Genesis 1. Und im ersten Buch Mose. Genesis 12. Kapitel 12. And the verses 1 to 3. Die Verse 1 bis 3. Ja. Now the Lord had said to Abraham, get thee out of the country and from the kindred and from thy father's house unto a land that I will show you. Mm-hmm. I will make of thee a great nation. Yep. And I will bless thee and make thy name great. And you shall be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse them that curse thee. Mm. And I, thee shall all families on earth be blessed. Yes. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Halleluja. Yes. Halleluja. Through Abraham, we all are blessed. Durch Abraham sind wir alle gesegnet. Yes. So Abraham went out. Abraham ist also rausgezogen. Abraham went out and on his way he became very rich. Und auf seinem Weg beim Auszug ist er sehr reich geworden. Rich in cattle, silver, gold. Reich an Vieh, Silber und Gold. And God added many riches to him. Und Gott hat viele Reichtümer ihm noch oben aufgehäuft, hinzugefügt. And in Genesis we can read that Abraham separated him from Lot. Und im ersten Mose können wir lesen, dass Gott den Abraham von Lot getrennt hatte. And Lot came in an area there was fightings. Und Lot kam in eine Gegend, wo Kämpfe waren. And all of Sodom and Gomorrah were robbed from food. Und Sodom und Gomorra sind beraubt worden und hatten kein Essen mehr.
And also Lot and his family who lived in Sodom were be captured. Und auch Lot und seine Familie, die ja in Sodom wohnten, sie sind in die Gefangenschaft gekommen. When Abraham heard this, als Abraham davon erfuhr, he took 318 of his servants, hat er 318 seiner 318 Leute seiner Knechte genommen und hat sie besiegt. Abraham defeated them and brought everything back. Abraham hat sie alle besiegt und hat alles, was sie geraubt hatten, wieder zurückgebracht. Including Lot and the women and the people. Inklusive Lot und den Frauen und die ganzen Leute. So the Spirit of God was in such a great way on him that they defeated these strong armies. Der Geist Gottes war also in einer so starken Art und Weise auf ihm, dass er solch starke Armeen besiegte. And on the way back he met a man named Melchizedek. Und auf dem Weg zurück traf er einen Mann, der hieß Melchizedek. And Melchizedek was the high priest from God. Melchizedek war der hohe Priester Gottes. He had a revelation that God is the, also Abraham had a revelation when he met Melchizedek, that God is the most high God. Und Abraham hat die Offenbarung empfangen, als er Melchizedek traf, dass Gott wirklich der Allerhöchste ist. He had the revelation that God is the owner of heaven and earth. Er hat die Offenbarung bekommen, dass Gott wirklich der Besitzer von Himmel und Erde ist. And also he knew that he gave him the strength over all his enemies. Und er weiß auch, dass er derjenige war, der ihm die Stärke über all seine Feinde verlieh. In Genesis 14 Im ersten Buch Mose, Kapitel 14, Vers 18. And Melchizedek, King of Salem, brought forth bread and wine. Yeah. And he was the priest of the Almost High God. Aber Melchizedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. 19 and he blessed him and said, blessed be Abraham of the most high God, possessor of heaven and earth. Vers 19, und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. 20 and blessed be the most high God, which had delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithe of all. Yep. Vers 20, und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Melchizedek brought bread and wine, which represent our communion today. Melchizedek brachte Brot und Wein herbei, und das steht repräsentativ für das Abendmahl, das wir heutzutage feiern. What represent the body and the blood of Jesus Christ. Was wiederum den Leib und das Blut Jesu Christi darstellt. Amen. He spake about him that Abraham was blessed by the God, the Most High, the honor in heaven on earth. Und er sprach über ihn, dass Abraham gesegnet sei von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. And conquered his enemies. Und er besiegte seine Feinde. The man who
who worship no other gods only but the true God and Melchizedek, who represented God. Der Mann, der keine anderen Götter anbetete, außer den einen wahren Gott, und Melchizedek, der da war, der diesen and Gott repräsentierte. We know that he is a, in, out of Hebrews, that he is a type for Jesus Christ. Und wir wissen aus dem Hebräerbrief, dass Melchizedek ein Typus auf Jesus Christus hin ist. And he pronounced this blessing on Abraham. Und er hat diesen Segen auf Abraham ausgesprochen. And Abraham gave the tithe from everything in his hand. Und Abraham hat den ganzen Zehnten in seine Hände gegeben, von allem. Melchizedek pronounced the blessing on him. Melchizedek hat über ihm den Segen ausgerufen. Ja. He didn't say, I bless you with this or that. No, he pronounced the complete blessing. Und er hat nicht gesagt, ich segne dich mit diesem und jenem. Nein, er hat den ganzen Segen über ihm ausgesprochen. And God found a man who believed him. Und Gott fand einen Mann, der ihm wirklich glaubte. So God can start the, I will say the believing movement. Gott kann also, wie ich sagen würde, er kann eine Glaubensbewegung starten und er hat sie gestartet. And Abraham honored God with his tithe. Und Abraham ehrte Gott mit seinem Zehnten geben. Let's go in Proverbs 3, verse 9. Lasst uns in das Buch der Sprüche reingehen, Kapitel 3, Vers 9. Here we can read, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. Hier können wir lesen, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens, oder anders ausgedrückt, mit all deinem Zuwachs, den Erstlingen all deines Zuwachses. So shall thy barns be filled with plenty, and they presses shall burst out with new wine. Vers 10, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Also ihr könnt jubeln. Halleluja! Halleluja! Ja. But my point is here, honor the Lord. Yes. Mein Punkt ist hier, ehre den Herrn damit. Yes. And we see that in Romans 4. Und wir können das sehen in Römer 4, im Römer 4, Vers 20. This is all about Abraham. Hier dreht sich's auch um Abraham. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith and giving glory to God. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. In the German Bible is written, gave honor to God. Und in der deutschen Bibelübersetzung steht hier, dass er wirklich Gott die Ehre gab. Wow, that's good. I believe a part of our worship is tithing. Ich glaube, dass Teil unserer Anbetung Gott gegenüber unser Zehnten geben ist. Yeah, that's true. So through Abraham's faith, God was able to carry out his plan. Durch Abrahams Glauben konnte Gott seinen Plan wirklich umsetzen. And finally sent us our Lord and Savior Jesus Christ. Um schließlich und endlich unseren Herrn und Retter Jesus Christus zu senden. Whose name is about every name. Dessen Name über jedem Namen steht. Through him we have access to heavenly places and all what is on earth. Durch ihn haben wir Zugang zu himmlischen Örtern und zu allem, was auf Erden ist.
And it's time to take that what is ours. Und es ist Zeit, dass wir wirklich das nehmen, was uns gehört. Everything what Jesus has fulfilled. Alles, was Jesus erfüllt hat. Jesus became poor that we can be rich. Wie zum Beispiel, dass er arm wurde, damit wir reich würden. And so that we can do the works what he prepared already. So dass wir die Werke tun können, die er bereits vorbereitet hat. Some people say, oh, I have enough. Manche Leute sagen, oh ja, ich habe doch schon längst genug. And really, I'm too. I have everything what I need. Und wirklich, so geht's mir auch. Ich habe im Grunde genommen alles, was ich brauche. But I believe for more. Aber ich glaube für mehr. Yes. When somebody brings a packet on my door, I bless them with a drinker, with a Mark, help me, drinker. With a tip. Wenn jemand mir ein Paket an die Tür bringt, dann segne ich diese Person mit einem Trinkgeld. When God says fly to Litauen, I want to have the money for. Wenn Gott sagt, flieg nach Litauen, dann möchte ich dafür auch das entsprechende Geld haben. Yeah, come on. When God says build a house for a Christian school, I want to have the money for. Wenn Gott sagt, ich soll ein Gebäude bauen für eine christliche Schule, dann möchte ich das Geld dafür haben. And when I am as a minister of God working for him, yes. And then I don't know how I can build my bills. Und wenn ich als Diener Gottes für ihn arbeite und dann aber nicht weiß, wie ich all meine Rechnungen begleichen kann. But God has in heaven streets. Really, his streets are gold. Während Gott im Himmel seine Straßen aus Gold hat, so we have to change our thinking here. Dann müssen wir unser Denken hier gründlich ändern. Gott says, he has Abraham blessed to be a blessing. Gott hat gesagt zu Abraham, dass er gesegnet sein soll, gesegnet ist, um ein Segen zu sein. We not want to be blessed to have everything for selfish. We want to also be a blessing. Wir wollen nicht gesegnet sein, um alles dann für unsere Selbstsucht zu haben, sondern wir wollen ein Segen sein durch den Segen, mit dem wir gesegnet sind. And here I can say it because it's not my home church, but the pastor must have the best clothes. Und hier kann ich es sagen, weil das ja nicht meine Heimatgemeinde ist, der Pastor sollte die beste Kleidung haben. Have the best house. Er sollte das beste Haus haben. He must have the best in a car. Er muss das beste Auto haben. And there is a scripture where I don't know yet where, but it's written, send a man out for God is worthy. Und da gibt's eine Schriftstelle diesbezüglich, wo ich jetzt nicht weiß, wo sie genau steht, aber sinngemäß heißt es dort, dass man einen Diener Gottes würdig losschicken soll. Einen Diener Gottes senden. So we wanna not send our apostle or our pastor, we want to not send him so that he must begging. Und so wollen wir unseren Apostel oder unseren Pastor nicht lossenden und dass er es dabei nötig hat zu betteln. Really, this is so much responsibility. Und wirklich, da steckt so viel Verantwortung da drin. So much work behind. Da ist so viel Arbeit hinter den Kulissen. So today I studied the whole day, my whole stuff I couldn't do. Und heute habe ich den ganzen Tag zum Studieren aufwenden müssen und meine anderen Sachen mussten liegen bleiben. She spent the whole time studying and she didn't do the natural stuff. Also sie hat die Zeit zum Studieren verwendet und die natürlichen Dinge sind liegen geblieben. And then your pastor is praying for you. Und dann betet dein Pastor für dich. When you call him, he
he answer and take his time. Und wenn du ihn anrufst, dann antwortet er dir und nimmt sich Zeit für dich. When I'm here sometimes how a psychologe get paid an hour. Und wenn ich manchmal höre, was der Stundenlohn eines echten Psychologen ist. I only wanna give you a sight. So möchte ich hier euch eine Sicht über die Situation geben. Und so ist es mit dem Zehnten, worüber Gott sagt, dass er gegeben werden soll, damit Nahrung im Haus des Herrn ist. So more time that the pastor or the teacher can study, so better is your food. Also je mehr Zeit der Pastor und der Lehrer hat, um zu studieren, desto besser ist die Nahrung, die du bekommst. Right, the more time they have to study and prepare the food, right? Yes, yeah, translate. That's right. Yeah, he got it. And so more you help him, so more you are blessed. Je mehr du also ihm hilfst, desto mehr bist du selbst gesegnet. So, therefore is the tithe. Und dafür ist der Zehnte. And not only that. Und nicht nur das. So, I've been a little bit away from my message. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von meiner eigentlichen Botschaft. Mm-hmm. But God fulfilled his plan through Abraham. Aber Gott hat seinen Plan durch Abraham erfüllt. So, and it's time also that we have no guilt on our bank account. Und es ist Zeit, dass wir auf unserem Bankkonto keine Schulden haben. Dass unser Bankkonto gefüllt ist. And the word says also they built houses. Und das Wort sagt ja auch, dass sie Häuser bauten. Wir haben also diesen Vers gelesen. It's really time to think big. Es ist also wirklich an der Zeit, dass wir groß denken. Or better say, to think like God. Oder um es besser auszudrücken, wie Gott denken. Yeah. I give you a scripture in Proverbs. Mark 1:3 is, what is that? 31. Proverbs 31, einen 30. No. 13, okay, Proverbs yeah. 13, all right. Und ich möchte 22. euch eine Schriftstelle geben aus Sprüche Kapitel 13, Vers 22. Proverbs 13, 32, okay. Sprüche 13, 20. Vers 22. 22, okay. 22, hey, good. Good man left an inheritance to his children. Yes. Children and children and wealth, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Was ein guter Mensch hinterlässt, geht über auf Kindeskinder. Das Vermögen des Sünders aber wird für den Gerechten aufbewahrt. It says God. Das sagt Gott. And also in 5 Mose Mark Deuteronomy und auch im 5. Buch Mose Deuteronomy 28 verse 12 Kapitel 28 Vers 12. One second, give him a chance to find it. Yeah. Ja, yeah, I'm waiting. Yeah, okay. Und ich warte, bis ihr das alles gefunden habt. All right. The Lord shall open unto thee his good treasures, the heaven to give the rain unto the land in his season. Yes. And to bless all the work of thy hand. Mm-hmm. And you shall lend unto many nations, and you shall not borrow.
Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Yes. Hallelujah. And many nations, think about. Also viele Völker, denk mal darüber nach. That's awesome. Das ist gewaltig. Erstaunlich. Yeah. And this is written for us who believe on the blessing. Und das ist geschrieben für uns, die wir an den Segen glauben. Ja. Yeah. And we have also recognized, like Abraham, that God is the Most High. Und wir haben auch erkannt, so wie Abraham, dass Gott der Allerhöchste ist. That he saved us from all our enemies. Dass er uns errettet hat von all unseren Feinden. We also believe that he is the possessor from heaven. Wir glauben auch, also the earth to him. Dass er der Besitzer von Himmel und Erde ist, dass auch die Erde ihm gehört. And gave him to us, his people. Und dass er uns die Erde gegeben hat. He gave those things to his people. Und er gab all diese Dinge seinem Volk. So I think we cannot wait to give him the tithe. Also ich denke, wir können nicht zögern, ihm den Zehnten zu geben. And I call the spirit of the spirit of tithing is awake. Und ich rufe es hinein, dass der Geist des Zehntengebens wirklich aufwacht. And I have really great experience when I give my tithe. I give it like Abraham, and I put it in the hands of Jesus. Und ich habe großartige Erfahrungen, wenn ich den Zehnten gebe, so wie Abraham es tat. Und wenn ich ihn gebe, dann lege ich alles in die Hände des Herrn. We not Jesus, but we represent him here. Wir sind nicht Jesus, aber wir sind hier, um ihn zu repräsentieren. We find out like Abraham, he is the all highest God. Wir finden es genauso heraus, wie Abraham es herausfand, dass er der Allerhöchste ist, dass er wirklich Gott ist. Yes. Halleluja. 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 So, some say our tithing is the law. Und einige sagen aber, oh, das Zehntengeben ist aber Gesetz. But here in this verses there was no law. Aber hier in diesen Versen gab es das Gesetz noch überhaupt nicht. So the law came later. Also das Gesetz kam erst viel später. And let's go in Hebrews 6. Lass uns hineingehen in den Hebräerbrief, Kapitel 6. Vers 20. Life, the forerunner is for us entered, even Jesus made on high priest forever, after the order Melchizedek. Da heißt, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchizedeks. And then in chapter 7, Hebrew chapter 7. Und dann im Kapitel 7, also Hebräerbrief, Kapitel 7. Verse 1, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of kings and blessed him. Vers 1, denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten.
Er kam Abraham entgegen, als der von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, und segnete ihn. Whom also Abraham gave a tenth part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is a king of peace. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, Abided, a priest, continually. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of spoils. So seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. And verily that they that we are by five, and verily they that are the son of Levi, who received the office of priesthood, have a commandment to take tithe of the people according to the law, that is of the brethren, through they came out of loins of Abraham. Vers 5. Zwar haben auch diejenigen von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, den Auftrag, vom Volk den Zehnten zu nehmen, nach dem Gesetz, also von ihren Brüdern, obgleich diese aus Abrahams Lenden hervorgegangen sind. But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham and blessed him that had the promises. Der aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen herleitet, hat von Abraham den Zehnten genommen und den gesegnet, der die Verheißungen and hatte. Without all contradiction. Contradiction, the less is blessed of the better. Nun ist es aber unwidersprechlich so, dass der Geringere von dem Höhergestellten gesegnet wird. And here, men that he received tithes, but there he received them of whom it's witnessing that he lived. Yeah. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. So for me is it very clear tithing is still it belongs to us. Yeah. Für mich ist es also total klar, dass das Zehntengeben uns heute noch gehört. I give my tithe in the hands of Jesus. So gebe ich persönlich den Zehnten in die Hände Jesu. In the faith that I will overcome all my enemies. Mit dem Glauben, dass ich all meine Feinde überwinde. God, the Almighty gave us his name. Gott, der Allmächtige, Höchste, hat uns seinen Namen gegeben. The name Jesus is over every name. Der Name Jesus steht über allen Namen. And he also gave me on this earth the authority. Und er hat mir auch hier auf Erden die Autorität gegeben. So I connect me with that. Also verbinde ich mich damit. I connect me with all these blessings and gave my tithe. Ich verbinde mich mit all diesen Segnungen und gebe den Zehnten. Yeah. And I really do it with joy. Und das mache ich wirklich mit Freude. Not this, I have to. Nicht mit dieser Haltung, oh, ich muss das alles. My first thing when I have
something sold or become extra money, my first thing is I wanna give my tithe. Das erste, was ist, wenn ich etwas verkauft habe oder extra irgendwas dazu gewonnen habe, dann gebe ich davon den Zehnten ab. So often I experience God's supernatural provision. Und so oft habe ich Gott übernatürlich erlebt, wie er Versorgung brachte. Yeah, that's true. Something that I even not imagined or dreamed of is happened. Etwas ist geschehen, was ich mir nicht mal vorstellen konnte oder wovon ich auch nicht mal träumen konnte. And I hear that the number 10 stands for trust. Und ich habe gehört, dass die trust. Zahl 10 trust. Für Vertrauen steht. But that fits because when we tithing, we trust God. Und das passt auch, denn wenn wir den Zehnten geben, vertrauen wir darin Gott. Okay. Let's look the last verse what I have in Malachi. Lasst uns noch den letzten Vers anschauen, den ich aus dem Malachi habe. And Malachi 3, and we read 7 to 12. Malachi Kapitel 3, und wir lesen die Verse 7 bis 12. So maybe the English-speaking people read it by themselves. Vielleicht lesen die englisch sprechenden Leute all das für sich selber. So, pass, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr, der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr, der Herrscher. Can God really be robbed? Kann Gott wirklich ernstlich beraubt werden? I hear the true story about a man. Ich habe eine wahre Geschichte von einem Mann gehört. And whose son became addicted to drugs. Dessen Sohn drogenabhängig wurde. And the son had often experience how God worked. Und der Sohn hat oft erlebt, wie Gott gewirkt hat. And one day he came to his father and asking for money that he needed to buy for him drugs. Und eines Tages kam er zu seinem Vater, um ihn um Geld anzubetteln, was er für den Drogenkauf brauchte. Aber der Vater wollte für ihn beten. And the son said, this will not work. Aber der Sohn entgegnete, das funktioniert so nicht. He forgot God the Almighty. Er hat Gott den Allmächtigen vergessen. And the father said in tears, und der Vater sagte unter Tränen zu ihm, My son, you are robbing me to bless you. Mein Sohn, du beraubst mich, um dich zu segnen. I can't give you money
that you will spend on drugs. Ich kann dir kein Geld geben, das du für Drogen ausgibst. The son has not fulfilled his years. Und der Sohn hat seine Jahre noch nicht erfüllt. So, God has done everything that he can bless us. Gott hat alles getan, um uns segnen zu können. Let's stop to rob him to bless us. Also lasst uns doch aufhören, ihn zu berauben, damit er uns segnet. Yeah. I want to say a little bit more about offerings. Und ich möchte noch ein bisschen mehr über die Opfergaben sprechen. But this we continue on Monday. Aber damit werden wir am Montag fortfahren. Super. I'm done. Wow. Und jetzt bin ich fertig. Very good. Thank you. Sehr gut, danke dir. Halleluja. Halleluja. Amen. We're sending hearts. Wir senden dir Herzen zu. Ja, wir senden unsere Herzen für dich. Das empfange ich gerne. Amen. 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 Hey, you did super. Your English was very good. Wow. But we have to learn more because the pastor is running with speaking German, huh? Ja, wir müssen noch mehr lernen. So that's good. I can preach in German and he can translate me. Weil auch der Pastor dabei ist, mit Englisch vorwärts zu gehen. So also kann ich auf Deutsch predigen und er spricht auf Englisch. Danke also fürs Zuhören und für all eure Geduld. And I send love. Und ich sende euch meine Liebe zu. Amen. Amen. Bye. Bye. Tschüss. Tschüss.